Osteraktion. Wir verbinden das Politische mit dem Festlichen. Ach so, ja, der Apfel muss sein. Wir verteilen heute ein Apfel und ein Ei und sagen, besser ein Apfel und ein Ei essen, als für ein Apfel und ein Ei arbeiten zu gehen. Und wir weisen damit hin auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Kick, bei Lidl und bei Schlecker, bei Netto vorfinden. Das ist eine Unverschämtheit. Mitarbeiter leben dort in Angstverkündigung, haben teilweise keine Tarifverträge, müssen teilweise bis zu 60 Stunden arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden, werden kontrolliert, schikaniert. Wir verlangen ja den Mindestlohn für diese Leute, wenn die in die Woche führen, wirklich für ein Apfel und ein Ei. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Wollt ihr noch einen Apfel essen?